Hallo zusammen. Ihr seht's, ich bin mal wieder auf den Speicher ausgelagert worden. Aber mir wurde mitgegeben, dieses kleine Gerät hier. Ihr wisst ja, wir sind Triton-Händler. Aber warum auch immer, anders als alle anderen Hersteller von Oberfräsen, hatte Triton bislang keine kleine Einhandkantenfräse im Sortiment. Die haben jetzt nachgelegt. Die kleine Fräse hier werde ich euch in einem anderen Video nochmal genauer vorstellen. Ich glaube, sie hat einiges, worüber wir reden können. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um diese schicken Suppenschüssel-Servierbrettchen. Also eigentlich handelt es sich dabei nur um vergrößerte Untersetzer mit einer Zentrierung für die Suppenschüsseln, damit ihr euch daran halt nicht die Flossen verbrennt, wenn ihr sie durch die Gegend tragt. Und eine Ablagefläche, wo ihr zum Beispiel Besteck oder Brot drauflegen könntet, damit es nicht in der Suppe schwimmen muss. Ebenso wie alle anderen großen Projekte startet auch dieses kleine hier mit dem ersten Stückchen Holz. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die Videos veröffentlicht werden, die diese Woche hier entstanden sind, aber ich vermute mal, das Stück Esche hier kennt ihr noch. Und es erweist sich als erstaunlich ergiebig. Auf jeden Fall werden wir da jetzt erstmal zwei Riegel raustrennen und die verarbeiten wir zu Brettern. Also ich muss sagen, ich bin mehr als beeindruckt. Kleine Säge, großes Holz. Auch mit diesen Escheriegeln hatte die kleine Bandsäge jetzt absolut keine Probleme. Ich glaube, ich sollte auch mal mehr in der Werkstatt mit der Bandsäge arbeiten. Da tun sich ganz andere Möglichkeiten auf. Ihr solltet allerdings bedenken, auch wenn die kleine Bandsäge kein Problem hat mit dem Holz, wenn das Holz entsprechend lang ist und die Auflagefläche nach hinten begrenzt, dann entsteht euch da ein ziemlicher Hebel. Das heißt, entweder ihr besorgt euch einen Rollbock oder einen Timo. Ihr bittet den lieben Timo, ob er euch hilft, zur Hand zu gehen. Yep. Wenn wir jetzt versuchen, unsere Schüsselzentrierung in unseren Untersetzer einzufräsen, haben wir natürlich das Problem, dass wir kein Loch bohren können für den Fräszirkel. Bohren wir das Loch, müssen wir mindestens 5-6 mm runter und diese Mulde ist halt nur 3-4 mm tief. Was machen wir also? Nun, wir haben eine Oberfräse, wir bauen uns eine Schablone. Und die bauen wir so, indem wir hier den Zirkel einstechen. Einmal einen großen Kreis ausschneiden, der so groß ist, dass, wenn wir die Fräse hinterher mit dem Fräskorb dagegen stellen, genau der Radius von unserem kleinen Kreis ausgefräst werden kann. Da unser Hauptwerkzeug bei diesem Projekt unsere neue kleine Oberfräse sein soll, sind wir natürlich, wie bei allen kleinen Kantenfräsen, in der Tauchtiefe ein bisschen limitiert. Vor allem dann, wenn man halt noch einen Fräszirkel drunter legt. Wir haben jetzt diesen Kreis hier ausgeschnitten. Und den Rest, in Ermangelung einer Stichsäge, die die liebe Kollegin heute leider gebraucht habe, den Kreis herausimprovisiert. Das Ganze versäubern wir jetzt noch mit einem Bündigfräser und dann geht's weiter. Perfekt. So, das hier sieht ja schon ganz ordentlich aus.
Und wir nehmen da jetzt den Exzenterschleifer, schleifen zwei, dreimal drüber und dann ist das auch komplett glatt. So, kleine Auffrischung und Hobelkunde. Wenn wir jetzt natürlich diese Kante hier versäubern wollen, dann müssen wir in Faserrichtung kurbeln. Soll heißen, wir haben ja hier, also hier könnt ihr ja sehen, ist ein bisschen schwierig zu erkennen, weil die Fasern quasi parallel zur Kante verlaufen. Aber sie verlaufen eher so, dass sie in diese Richtung aufsteigen. Soll heißen, wir hobeln jetzt von hier nach da und nicht andersrum, um möglichst Ausriss zu vermeiden. Passiert. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich den schon irgendwie von dieser Kante runtergeräumt habe. Und ich habe es einmal nicht gemacht. Ein einziges Mal. Well. So. Kanten sind sauber. Flächen sind sauber. Was fehlt noch? Wenn Arbeiten immer so einfach wäre wie in den Videos, wa? Und da alle Kanten an unserem überdimensionierten Untersetzer mehr oder weniger rund werden, habe ich mir jetzt hier einen möglichst runden, festen Gegenstand gesucht. Zeichne die Ecken an, sägen sie an der Bandsäge aus und schleifen den Rest gerade per Hand nach. Und jetzt bringen wir unsere neue Schablone zum Einsatz. Kleine Besonderheit, bevor wir jetzt hier anfangen zu fräsen. Ich möchte, dass meine Schüsselzentriermulde, dass sie nicht rechtwinklig ins Holz reinläuft, sondern so eine kleine Rundung am Rand hat. Wir könnten dafür natürlich einen U-Nut-Fräser nehmen oder einen Abrundfräser. Das Problem ist, wenn wir damit natürlich die Fläche ausarbeiten wollen, dann sehen wir die ganzen Riefen von dem Fräser. Wir bräuchten also einen Fräser, der eine Rundung hat, aber trotzdem noch eine Stirnschneide, also eine flache Stirnschneidenseite. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, ist dieser kleine Fräser hier. Das ist eigentlich ein Griffleistenfräser, aber ihr wisst ja, wenn ihr profilierte Fräser habt, könnt ihr auch nur einen Teil des Fräsers verwenden. Funktioniert genauso. Ich würde sagen, das sieht okay aus. Und bevor wir jetzt hier die Kanten komplett verrunden, drehen wir das Ganze noch um und fräsen mit einem Rundungsfräser hier noch Griffmulden ein, damit wir das ganze Brettchen, wenn es halt später mit der Schüssel drauf, die vermutlich heiß ist, auf dem Tisch steht, auch bequem hochheben können. Ja, ich glaube, über das Ding müssen wir noch mal reden.
Jetzt noch das Ganze schleifen. Und ölen. Und dafür benutzen wir auf Mylands Boiled Linseed Oil. Also es handelt sich dabei um ausgelassenes Leinöl. Denn wir haben ja hier mit einer Fläche zu tun, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Und fertig! Schon habt ihr was Schickes, Selbstgemachtes für jemand ganz Besonderes zu Weihnachten. Und ihr seht, an sich braucht ihr dafür nicht viel. Ein bisschen Holz, eine kleine Oberfräse. Ja, gut, ein Keller, wo ihr werkeln könntet, wäre nicht schlecht. Ansonsten nehmt ihr einfach die Waschküche und eine mobile Hobelbank. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schüttet euch keine heiße Suppe über die Hose. Hab ich letztens gemacht. Ich kann euch sagen, es lohnt sich nicht. Hätte ich diese Brettchen da schon gehabt, wäre mir das vermutlich nicht passiert. Genießt den Tag und bis bald. Kleiner Nachtrag noch zu dem Video. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aber wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einer Einhandkantenfräse und ihr euch jetzt sagt, oh, die hier, die soll es sein, wartet mit eurem Kauf mal noch bis zum Wochenende. Wir haben da gerade was vorbereitet. Es ist noch nicht ganz fertig, aber das sollte euch die Kaufentscheidung ein bisschen erleichtern. Seid gespannt. Bis Freitag, bis dahin, genießt den Tag und bis bald.